Prinz. Carla. Carla, Geliebte, seit Wochen denke ich nur an dich. Es ist doch schwieriger, als ich dachte. Die Verfolger sind nimmer auf den Fersen, Shirley und die Kinder. Worin liegt eigentlich der Sinn Ihres Besuches? Ja, sehen Sie, die Männer dieses Geschwaders verliebten sich in diese kleine Stadt San Forino, in der sie eine Zeit lang stationiert waren. Anstatt nun aber jedes Jahr eine Menge Geld für eine Wiedersehensfeier zu verpulvern, zahlten sie alles in einen Fonds. In diesem Jahr sind nun alle mit ihren Frauen und Kindern hierher gekommen, um San Forino eine neue Kapelle zu stiften. Sie zogen ab und ich war guter Hoffnung. Was sollte ich tun? Drei Väter? Ja, drei Väter. Eine ergreifende Geschichte. Red ich nicht um, aber mich hat eben jemand gekniffen. Man ist hier sehr aufmerksam. Es gibt Straßenmädchen in dieser Gegend. Ich will Straßenmädchen, ja bitte ich auch. Deine Söhne, Triebmensch. Halt dich zurück, Kinder sind nun mal so. Weißt du, was du mich mal kannst, Fatty? Eine ergreifende Geschichte. In the fields as you're passing by, mountain towns reaching for the sky. Everybody stops to say, in meinem ganzen Leben gab es wirklich keinen einzigen Mann, außer dir und den Vätern meines Kindes. Vätern? Seit 20 Jahren haben Sie jeden Monat einen Scheck bekommen? Seit 20 Jahren habe ich jeden Monat drei Schecks bekommen. Hey, ich bin überwältigt. Das ist ja ein Palast. Ich meine, mit $85 im Monat? Na, und das Haus erst. Wie hast du das alles geschafft mit $140 im Monat? Sich vorzustellen, dass ihr drei das getan habt. Reine Menschen... Wieso wir drei? Laut Angaben zahlten Sie 85 im Monat, Sie 115 und ich 140. Das auf 20 Jahre umgerechnet, bei einem Zinssatz von 6% ergibt die Summe von $197.000. 197.000? Oh, damit haben wir mehr Kriegsfolgelasten bezahlt als Deutschland. There are two words that I've heard before, lovely words that I still adore, but they mean just a little more from you. Said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, buona sera, buona sera. Das ist die ergreifendste Geschichte, die ich je gehört habe. Buona sera.